Morgen. Oh, schön. Das erste, wo man rinläuft, ist ein Stück Brot. Geschmiertet. Sehr gut. Wunderbar. Das freut. Hat jemand auch so viele Kinder wie wir? Dann wisst ihr ja, wie das ist. Ach, Mensch. Überall Brot, überall Butter. Guten Morgen, Platschi. Wohin gehst du, verdammt? Kann ich nur nicht. Soll nicht René laden. Die Tonspur fehlt noch. Deswegen kann ich noch nicht schneiden. Schade. Nein. Geh kurz mal im Hof gucken. Da. Gibt es so leichten Unmut, weil die Kinder ab und zu mal eine Gießkanne in den Weg stellen. Da braucht man auch mal einfach nur beiseite stellen. Jetzt sind ja nicht nur unsere Kinder, die da hinten spielen und mit den Gießkannen rummachen. Kinder, hier wird im Weg liegen lassen. Alter, war das ja noch ein Kind? Das hat die Fini. Das war halt auch ein Grund, warum das hier so aus. Das Tier darf natürlich auch nicht so stehen. So ist das nun mal. Kommt kein Tier her. Das war jetzt nicht dramatisch. Ab in die Schule. Also Kinder, gestern hat sich liebe Nachbarin darüber aufgeregt, dass auf dem Hof ein bisschen Zeug rumliegt. Spielzeug und so. Lumen, hörst du? Ihr müsst immer wieder die Sachen beiseite räumen. Ihr könnt die Sachen nicht im Weg liegen lassen. Das ist nicht in Ordnung. Wenn man da nachts nämlich rausläuft, dann sieht man da nicht unbedingt was. Und dann kann man sich auch böse verletzen. Das ist nicht okay. Ja? Ja? Ja, aber wenn ihr draußen wart oder wenn alle draußen sind, vielleicht achtest du da mit drauf, dass dann alle Sachen hinterher wieder beiseite sind. Und auch wenn es die anderen Kinder sind, von was weiß ich, wenn es die ja, von den Nachbarn sind, die Kinder, vielleicht sagst du denn auch, hier komm, lass uns mal aufräumen oder irgendwas, ja. Blumen, hast du verstanden? Das ist wichtig. Ja. Soll sich ja keiner verletzen. Ja. Sehr gut. Na? Ja. Eine Begrüßung. Papa. Ja? Ja? Ah, ich krieg die Prinzessinnenkarte. Oh, nee, nee, den darfst du nicht, nein. Ah, das ist der Plüschihase. Lumen, ich den heute Morgen nicht dran. Nee, der ist mir zu plüschig, hat sie gesagt. Genau. Dieser Frage ist
Auf die Kita. Komm her. Ja, komm her. Oh, komm her. Oh, sehr schön. Dieses Pinseln ist mit. Sag mal, Papa, der Hase springt. Hallo. Dann müssen wir sie nicht mehr ins Bild liefern oder an und nachher zu Hause bleiben. Hier, bitteschön. Die Prinzessinnenkarte. Danke. 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 Bitte. Ich werde in die Kita mit die Öko-Windel mitbringen und Creme, ne? Weil wenn die jetzt heute da schläft, ist sie lange da. 8:59 Uhr. 9 Uhr. Oi. Oi, oi, oi. Bin umzingelt von Pünktlichkeit. So, ab, raus. Von Uhren umzingelt. Also, dann nehmen wir mal in den Keller und machen wir auf. Guten Morgen im Keller. Auf alle Fälle. So. Stellen wir die Pflanze mal wieder ans Licht hier. Nur ohne Licht geht das nicht. Also wie gesagt, wir sind beim BMX immer noch hier hängen geblieben. Ich mache jetzt draußen ja auch nicht richtig auf, weil... weil es so ein trübes Wetter ist. Der muss natürlich andersrum rein, der Reifen. 20 Zoll. Zwei Decken brauche ich noch. Den Kinderhänger. Und hier sollte man auch mal das Lager vorher checken, ne, bevor man diese Räder einbaut. Immer. Umso billiger das Laufrad ist, umso eher ist es notwendig, dass man vorab, weil es läuft so rau, Lager checkt und nachfettet. Also Kronen einstellen, die laufen viel zu fest. Ja, also, das ist ja halt genit, einfach machen. Fünfzehner fehlt. Er hängt nicht mehr an der Wand. Was haben wir denn hier? Sportkonzerte, Weihnachtsmärkte. Sportkonzerte, Weihnachtsmärkte. Berlin macht den Corona-Rückzieher. Trotz guter Zahlen keine Großveranstaltungen bis 2021. Das sind die Neuigkeiten. Brad Pitt und die Frau des Borchardt-Chefs. Naja, gut, okay. Trotz Corona, Hertha Union planen weiter mit Fans. So gewann ich das Rennen um mein Leben. Die machen uns ganz schön, uns alle machen sie ganz schön fertig, wa, mit diesem Corona-Scheiß. Ach, mich nervt das gerade mit der Schule alles. Mich nervt alles gerade auch. Dich auch? Stimmt. Mich nervt die Situation hier. Ja. Mich nervt die Situation, ah, da ist er. Ja.
Gott sei Dank. Das hat mich auch genervt gerade. Okay, eine Situation schon mal weniger. Das liegt auf der Werkbank, aber er liegt dann unter irgendeinem Tuch. Und ich suche hier die ganze Zeit nach diesem scheiß Schlüssel. Da hätte ich das Lager schon einstellen können. So geschissen auf Zukunft. Ist doch bald keine Zukunft mehr. Bleiben ja eh halt alle zu Hause. Mit dem Kack Corona, genau. Da hängen sie eh alle nur noch zu Hause rum und schaukeln sich die Eier, weil sie einen Schnupfen haben. Ich habe heute Morgen drüber nachgedacht. Ich dachte so, Mann, die Arztpraxen, ey, was ist denn mit den ganzen Leuten, die sowieso immer so, geil, ich hab Schnupfen, ich bleib zu Hause. Ey, das ist doch nur überlaufen, die Leute sind doch nur noch krank. Die dürfen gar nicht in die Praxis rein. Mit Erkältungssymptomen. Ist doch scheißegal. Aber darum geht's halt, das geht um die armen Arbeitgeber. Heute Morgen muss ich so an die Arbeitgeber, an die Firmen denken, an die großen Firmen. Wie viele Krankmeldungen sind denn da jetzt, bitteschön? Was zieht denn das noch, die ganze Produktion, alle drunter? Wenn nichts mehr geschafft wird. Oder geschaffen wird. Das kann doch nicht sein. Einmal Lager gemacht. Die Achse hier hinten muss ich natürlich noch versetzen, weil wenn man das jetzt so lässt, hier, dass sie so lang raussteht, ja, also hier, ja, schaut mal, wie breit, und hier so kurz, ja, da, das geht nicht. Die muss man jetzt noch versetzen, die muss man noch rüberschieben, und dann schauen wir auch mal, warum die Dichtung hier nicht richtig sitzen. Schalten wir gleich auch noch mal an. Ich meine, wie viele Leute schauen die Vlogs und quatschen ja, ohne dass wir sie kennen, die negativen Sachen. Das ist halt auch, das ist normal. Das ist halt auch ein paar gemacht. Weißt du? Aber die sind weit weg, die interessieren mich gerade nicht. Wir kennen sie auch gar nicht. Wir kennen die nicht, die kennen uns eigentlich auch nicht. Vielleicht kennen sie uns doch. Besser als wir sie auf alle Fälle. Ja. Fühlt sich dann halt berufen zu Maßregeln, weißt du, in dem, was alle alles besser weil sie, genau, weil ja jeder denkt, er kann es besser, aber tatsächlich kann jeder das nur in seinem Leben besser machen. Uns können die Leute nicht verändern, verbiegen, weil wir sind, wie wir sind. Und das zeige ich, ich zeige einfach, wie wir sind. Ich schneide nicht nur die super Szenen oder so. Ich zeig so, wie es ist. Wie es ist. Zeigt das. Und klar, da können sie alle kommen und ach, dies und das und jenes. Ja, die können auch ein durchgeschnittenes Video sehen von anderen Leuten. Können sie auf anderen Kanälen, wo alles rausgeschnitten ist, was irgendwie hätte schief gehen können. Wo alles rausgeschnitten ist, was irgendwie hätte falsch verstanden werden können. Wo all so eine Dinger ja nicht existieren. Das können Sie sich ja angucken. YouTube ist voll mit sowas. Mit weichgespülter Scheiben, Kleister, Honig, Zeugs. Oder? Die Leute, die es sehen wollen, sollen es einfach genießen und alle anderen sollen abschalten. Umschalten. Woanders hingehen. Oder? Klingt das falsch. Geht doch jedem frei. Trotzdem gucken die sich das an, um sich darüber aufzuregen. Ja, weil sie Aufreger brauchen im Leben. Weil jeder Aufreger braucht. Wenn es nicht die Politiker sind oder das Wetter, dann ist es halt irgendjemand bei YouTube. Das
der irgendwie Quatsch erzählt hat. Oh Mann, der hat ja eine ganz andere Ansicht als ich. Also das toleriere ich nicht. Da muss ich ihn jetzt mal maßregeln. Oh, der macht jetzt ja so und so. Das ist aber falsch, wie der das macht. Da muss ich ihn jetzt mal maßregeln. Und jetzt fängt er schon bei Schreibfehlern an, wenn diese Schreibfehlerkorrekture, die ja immer so kommen. Habe ich Gott sei Dank noch nicht auf meinem Kanal. Hatte ich am Anfang mal, war mal einer. Was hast du denn falsch geschrieben? Nee, nicht bei mir, sondern bei was andere Kommentare. Ja, was die denn schreiben. Und dann wird eben, schreib mal, aber so, du bist ja voll assi und so. Was, diese ganze beleidigende, darf ich das schon an? Wow, wow, sie läuft richtig gut. Ach, ich bin so rein. In der Schublade steht drauf bla bla. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Bla bla. Eigentlich muss man doch echt nur sein Leben leben und für Ruhe haben. Und die ganzen Klugscheißer, die alles besser wissen, alle besser können, viel, viel besser, sollen es einfach besser machen. Und haben dadurch natürlich auch ein besseres Leben als wir. Ist doch alles cool, alles schick. Und genießen es ja einfach. Wir sagen einfach, ja, ich mach das einfach. Also die wirklich besser. Besser für sich. Besser. Alle, die sich nur aufregen darüber. Und selber auch nicht auf die Reihe kriegen. Naja, dann gehen die so in diese Mutmaßung. Wenn ich das so hätte wie er, würde ich das so und so. Ja. Naja, ja. Also ich würde das so machen oder so. Ja. Sollen sie? Können sie? Ist ja jeder für sein Leben verantwortlich. Bist du jetzt hier alleine, oder? Nee, ich bin da. Letzte Schraube. Ich muss ja noch die ganze Bude aufbauen, wenn Katharina morgen kommt. Oh. Kann man ja so nicht zumuten. Schön. Ja, das ist mal halt auch gemacht. Aber die Räder müssen komplett zerlegt werden, tatsächlich. Die Lager auseinandergeschraubt werden. Neu gefettet werden, damit es überhaupt läuft, weil ansonsten rufen die überhaupt nicht mit. Kratz, kratz. Prost, Marlies. Auf unser Leben. Echt angestrengt im Moment. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich die vertauscht habe mit dem Zucker. Ja, hast du. Ja. Die ist süß. Nein. Sollen nicht. Ich habe aber noch nicht getrunken, wir haben den Schaum gelesen. Ja, reicht ja schon. Mein Schaum. Nur ein bisschen. Entschuldigung. Ich getrunken und so. Ich liebe dich, Marlies. Mit oder ohne Bügelbrett. Das ist egal. Die Diskussion habe ich gerade geschnitten rum. Fand ich so witzig, ich lasse sie drin. Und ich weiß, auch da wird es wieder Ärger geben. Da werden wieder Leute kommen und so. Wegen irgendwas, ich weiß nicht, frauenfeindlich. Wie heißt denn? Weißt du, ich denke da was. Scheißegal. Richtig frauenfeindlich wäre es, wenn du eine Frau hättest, die sofort nach oben laufen würde und das machen würde. Ja. Hallo? Hallo. Ja. Du musst aber bei mir nach rechts nach rechts, oder? Ich bin bei dir nach rechts, also ich dich liebe. Ja, deswegen. Wollte aber für Sattel einstellen geben und so. Manche sind total nett. Das ist wie immer. Machst du, die sind halt Ärsche. Gestern wollte sich die Frau nur bei dir einschleimen. Bitte, Frau. Die Beine, die oh, beschäftigt dich aber. Nein, weil du ja davon gesprochen hast. Das war unsere Nachbarin hier, die mit der mit dem Rolli. Oh. Die Nachbarin? Wahrscheinlich, weil sie alle da hat.
Ist auch real. Das ist. Ich hab das auch gedacht, als ich das Ding morgens eingezogen habe, ich dachte, boah, es ist immer zerknittert. Naja, hoffentlich regnet es so leicht, dann wird das Ding dadurch so ein Körper, wie sagt man, Körper gebügelt, so, weißt du? Wenn das so leicht nass andampfst nochmal und dann so schwitzt, dann ist es so, ui. Weil die sehen schön aus, wenn die glatt sind, sehen die richtig gut aus, die Dinger. Und ich meine, ich lasse die Diskussion drin und ich wette mit dir, da kommt wieder einer, dann, das geht nur wirklich nicht, das sind ja sehr veraltete Ansichten, die du da hast. Okay. Und dabei weiß jeder, ich habe veraltete Ansichten, auf alle Fälle, weil ich immer noch der Meinung bin, man sollte einer Dame die Tür aufhalten oder. Das sind so, ja, das ist ja heutzutage fast. Der Typ von dir vor der Nase zu. Wie sagt man, halt, das ist heutzutage nicht diskriminierend, sondern. Doch, diskriminierend, ne? Ja. Ja, aber machen die auch nicht nur, weil es diskriminierend ist, sondern weil sie keinen Anstand haben. Genau. Und selbst, aber Anstand, das Wort alleine schon, das ist ja alles. Und ich stand sogar mit Kinderwagen da, weißt du? Ja. Also, das ist ja schon zu viel verlangt. Ja, war schon drauf. Die sind ja eh verklingelt, alle, die da verkehren. Und dann zu denen gesagt, ja, danke schön. Und er so, hä? Oh, Entschuldigung. Völlig verknickert. Da gibt ja die nur ja nicht mehr Erde werden wollen. Sie wollte es erzählen einfach, um wahrscheinlich um zu gucken, wie die Leute reagieren. Ne? Ja. Und hoffen wahrscheinlich, dass das. Das mache ich aber die manchmal auch. Manchmal bin ich auch für manche Sachen wahnsinnig aufgebracht und du guckst mich an und sagst, ja und? Und ich so, okay, ja, gut. Ja, er hat recht. Ja. Das will man in dem Moment dann tatsächlich auch hören, ne? Sie sind, bleib mal locker. Ja, genau. Bleib mal geschmeidig. Mit Schimmerit, Abteilung Innere. Mhm. Letztens in der U-Bahn hat auch einer gehustet richtig doll. Ja. Und dann hat er gesagt, ich hab nichts, es ist nur Raucherhusten. Bist du bei Räuchern? So allgemein einfach mal in die U-Bahn. Wahrscheinlich wohl haben ihn alle schon ganz schräg angeguckt. Ja klar, alle gucken, wegen, das ist schon schlimm. Wolfgang macht dein Fenster auf und hustet raus. So spontan auch. Das Fenster geht auf. Und dann läuft da gerade einer. Oder das war schon vorher eklig. Dieses. Nee, aber an seinem Fenster, die Huste finde ich viel schlimmer. Nee, wie er den Leuten manchmal vor die Füße spuckt, ohne Spucke, das ist auch eklig. Trockenspuck. Dry Spitter! Du ein Spitter. Na gut, ich habe jetzt zu tun. Ich nicht, Marlies. Ich spiele nur rum den ganzen Tag. Lest ja hoffentlich. Ich hoffe, du weißt zu schätzen, was ich hier für dich tue. Vibe. Ey. Warte. Pass mal auf, wenn ich Schließer bin. Wenn ich einmal Schließer bin. Da ja, dann gibt es wieder Türen bei uns, war zu Hause zum Üben. Einfach nur zum Üben, ey. Türen bei uns zu Hause, ey. Das ist lustig. Ey, bei uns wieder, wir haben Freigang. Noch herrscht Freigang, aber wenn Marlies Schließer ist, gibt es Türen. Stell dir mal vor, ich habe dann meine neurotischen Phasen. Dann ist zu. Auf zu, auf zu. Also, ein Schluss, Frau Heim. Und der du nicht ja, seine, es ist zu. Das ist also eine Stunde lang abgeschlossen. An einer Tür, die weg. Wir schicken mal hier Frau Müller vorbei, die foltert die Insassen schön. Das ist immer klack, 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 klack. Und die immer. Offen, nein, offen, nein, zu. Klack, 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 klack. Und, das ist und dann rüttel, 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 rüttel. Klack, 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 klack. Rüttel, rüttel, rüttel. Da kannst du dich mit meiner Mutter drüber unterhalten. Ich hab doch sowas gar nicht. Kannst du dich aber mit meiner Mutter drüber unterhalten, weil sie hat, das ist ihre Macke. Ich hatte das früher gehabt als Jugendliche. Ja, hast du mir erzählt, ja. Das hat, ist ja nicht selten sowas. Nee, gar nicht. Das haben ja viele. Ich meine, ich beobachte viele. Tina hat das auch und so, aber ich konnte das ablegen tatsächlich. Ich habe mir irgendwann gesagt, sei froh, ey. Ich mach das nicht mehr. Das hat mich so genervt. Ich will nie mehr. Ja, ich habe zu mir selber gesagt, nee. Also das ist mir jetzt zu blöd, das hat mich so eingeschränkt dann, es wurde ja immer schlimmer. Me, myself and I. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache den das nicht mit. Nee, ich soll nicht. Und jetzt mache ich nur noch manchmal so Schwellen abtreten mit den Füßen.
Wenn ich den nicht abgetreten habe, gehe ich nochmal zurück. Wenn ich nur mit einem Fuß getroffen habe, das stört mich aber nicht so. Das ist ach, so hör auf, ey. Für die innere Beruhigung. Ich bin auch so nee, weißt du denn? Wenn jetzt hier eine Schwelle ist, dann laufe ich so und dann komme ich aber mit den anderen drüber und dann muss ich nochmal so zurückgehen und dann... Hör auf, ey. Das ist nicht schlimm. Doch. Nein. Das habe ich ganz das drin. Musst du anders, ja. Bei die ganzen anderen neurotischen Sachen habe ich alle von ganz allein ohne Therapie. So fein im Leben, kleines Mädchen bist. Ohne Therapie gelöst. Mein Mädchen bist du. Oh, weil ich liebe dich so toll. Ich liebe dich so toll jetzt. Windstark bin. Ja. Oh. Ich wünsche mir stark eine Villa als was anderes, ne? Ja. Ich pass auf. Ah. Haken. Nagel drin so. So flauschig. Oh Mann, ja. So flauschig. Jetzt bin ich jetzt poliert mit deinem Bart. In Kaffee rennen oder was? Ja! Treffer! Tretlager. Eine halbe Tretlager hängt jetzt hier im Kaffee. Schön, Prost darauf. Oreal. Na, gucken wir doch mal, was wir da aufmalen. Gut. Ja, bitte! Ich habe nur zwei Fragen zu meinem Fahrrad, was ich gerade dabei habe. Ja. Einmal wollte ich fragen, wie gesagt, ich habe es gerade fertig gemacht. Mir ist es aber leider, wie ist es umgekippt an der Wand. Jetzt schleift das Hinterrad. Jetzt wollte ich fragen, ob das Ding komplett verbogen ist. Okay. Und andererseits eine Frage, womit ich mich wahrscheinlich blamiere. Schon gehört. Wenn ich das aufpumpe mit so einer Fahrradpumpe, ja, meine Felgen gehen bis 4 Bar, die Reifen sollst du normalerweise bis 3 Bar fahren, das sind Mountainbike-Reifen. Ja, okay. Und wenn ich einmal aufpumpe, und normalerweise bleibt das dann ja beziehungsweise auf einer Barzahl stehen, das ist eigentlich die Barzahl, die gerade im Reifen herrscht, oder? Ja.
Gut, dann bin ich nicht zu dumm. Weil ich dachte immer, wie ist das? Ich habe, wenn man nur aufpumpst, dann gibt es ja so eine Spitze und dann geht das Ding wieder runter. Genau, dann geht es runter bis zu dem, wo es stehen bleibt. Und das ist, diese Spitze ist ja nur der Überdruck in dem Moment, wo du pumpst. Perfekt. Im Schlauch, im Pumpschlauch selber. Gut, also das ist nicht das, was tatsächlich an Druck im Reifen drin ist. Dann bin ich doch nicht zu Banane. Nö, heute. Nicht mehr als alle anderen. Genau, das kommt mir gleich an. Ja. Kein Problem. Okay, ich suche mal eine Stütze und dann Sattelruf, Kette ran, Bremshebel, Griffe, oh, eine ganze Menge noch. Sattel habe ich neu gekauft, Stütze habe ich jetzt neu, die Klemme ist eine alte, die fällt mir überhaupt nicht. Da muss man mal. Hey, original 80er Jahre. Hey. Die alten MX-Bremsen. In diesen geilen Tüten hier, made in Taiwan. Ja, ja. New Old Stock MX. Nun, da habe ich ja hier von dieser Alhonga, diese kurzen Achsen, und die müssen wir gegen die lange hier tauschen, weil das ist ja jetzt die hintere Bremse. Die sind aber baugleich. Ja, kein Wunder, ne? Taiwan! Schlossknacker spielen. Bremsen, Alter. Viel zu schade für das Rad, aber ich zeige mir so viel Mühe eben hier mit. Ja. Mit Lackieren und allem. Schleifen. Sieht gut aus, ne? Ja. Sieht das Rad jetzt mal an. Bremsen sind schon 70 Euro. Jordan Dach. Würdet ihr meine Bremszüge neu machen? Bremsen, ja. Bremsen. Was? Mach mal. Cool. Wollt ihr es reinbringen? Schon. Aber rot hast du dann nicht mehr. Was? Rot fällt dann weg. Die sind dann schwarz. Ja, aber die sind eh schwarz. Die Bremszüge. Also nicht die hier, nicht die, sondern das hier muss die. Wie heißt das denn, diese Teile? Bremsbelege. Die Belege müssen gemacht werden. Läge. Ich bin total groß, was das ist. Ich habe das alles vergessen, hat mein Papa mir beigebracht. Schämen solltest du dich. Prozess, ja. Alles vergessen.
Aus Protest ist der Doktor oder was? Hat er gemeint, ich gehe auf die Uni, mein Kind? Nee, aber das ist so, weißt du, Scheidungskind und so. Eine Woche da, eine Woche da, oder wie? Und dann muss der Papa das alles machen, oder hat er gemacht und hat es einem beigebracht und dann habe ich irgendwann beschlossen, ne. Kind, aus dir wird nichts. Ne, das will ich nicht machen. Das ist ja ein Ding, ey. Zehner Fiktion was. New Old Stock, Alter, ey. Also, tolle Zeug. Stimmt, die Griffe haben damals richtig Geld gekostet. Schaboom. Hey, fertig! Rufat! Ja. Tommy auf dem BMX. Fährt sie ja, ich war. Lass mal probieren. Nicht besonders. Nee, Trick. Das ist kein Trickrad. Hast du gesehen, Kettenblatt? Ja. TMB? Ah, das ist nur so for show only. Ja. Oh, ist ganz nett. Würdest du dir irgendein Kind drüber freuen? Ja, fährt sich ganz gut. So, ich nehme jetzt aber natürlich mit. Erstmal hoch. Zum Laden und so weiter. Zurück in der Kammer des Schreckens. Oder? Ja. Das war ganz gut, weil wir da nicht dauernd einkaufen gehen mussten. Ja, auf alle Fälle. Wirklich ganz cool. Ich will einen anderen Stuhl haben. Der ist so. Ich will endlich meinen Stuhl haben. Ich weiß, den hast du gefunden. Ich habe den auf der Straße gefunden und mitgenommen. Er ja, ist ja gut dafür. Wunderbar. Er hat ja schon eine Weile durchgehalten. Na, alles toll. Aber ich will endlich meinen Stuhl haben. Den ich mir so lange schon wünsche. Danke, Mutti. Das ist genau das. Ja, die Erlaubnis zum Geburtstag, mir was zu kaufen. Krieg ich geschenkt. Genau das.
Ich bin fertig mit Schneiden. Yay. Kurz nach 5. Jetzt gehe ich kurz noch was einkaufen und dann bin ich gleich wieder da. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Ich fühle mich aber nicht so fit in letzter Zeit. Oh, ja, ja, ja. Jetzt macht die Malis hier ihn auf. Mir geht's so übel. Ich mach jetzt Schluss, damit ich die Sachen jetzt schon rüber kopieren kann. Und dann sehen wir uns morgen wieder vielleicht. Und wenn der Computer irgendwann läuft, dann möchte ich auch wieder mal einen Livestream machen. Ganz ehrlich. Dem Ingolf. Mensch, Ingolf. Wenn du mal Zeit hast, sag einfach Bescheid, weil. Das wäre natürlich toll. Die Nachricht kommt hier. Jetzt gerade. Also, bis morgen. Macht es gut. Schön Kommentare schreiben, schön Daumen hoch, abonnieren, weitersagen und vielleicht auch einfach mal vorbeikommen. Ne? Also macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Dommi.